Hallo, du wundervolle Anhäufung an Sternenstaub. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Für alle, die neu sind, mein Name ist Lisa und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Wir wollen uns gemeinsam Mars anschauen und ich freue mich da mega drauf, weil Mars ist ganz anders als alles, was wir uns bis jetzt angeschaut haben. Also Venus, Merkur, Aszendent, Sonne, das sind alles neutrale Positionen bzw. wohltuende. Und Mars ist ein Malefic Planet, also übersetzt ist das auch böse. Böse finde ich jetzt so ein bisschen übertrieben. Aber Mars ist einfach in der Mythologie der Kriegsgott. Und wenn wir das jetzt auf uns übersetzen, dann ist es unsere Willenskraft. Es ist der Krieger in uns, unsere Kämpfernatur. Wenn wir uns jetzt das gesamte Horoskop anschauen, dann geht es eigentlich im Grunde immer darum, dass die Mission des Sonnenzeichens ausgeführt wird. Und alle anderen Planeten sind eben dazu da, um diese Verwirklichung zu unterstützen. Mars initiiert und beschützt den Prozess. Das ist eine ganz rohe und intensive Energie. Es ist dieser Instinkt und dieser Trieb in uns, eben erfolgreich zu sein, am Leben zu bleiben. Auch so ein bisschen das maskuline Ideal in uns. Also diese Energie, diese Antriebskraft, dieses Feuer, dieser Impuls in uns, immer wieder aufzustehen, weiterzumachen, weiterzukämpfen. Also auch so ein bisschen der Aktivitätsgrad, unser Temperament. Es ist auch die Art und Weise, wie wir uns im Wettbewerb verhalten, wie wir mit Konkurrenz umgehen, Herausforderungen begegnen, mit Wut von anderen umgehen. Diese ganzen feurigen Emotionen und Gefühle, die entweder in uns aufkommen oder eben von anderen auf uns zukommen. Es geht wirklich extrem um diesen Trieb in uns und das hat natürlich auch mit unserem Sexdrive zu tun. Ja, was erregt uns? Was turnt uns an? Was verführt uns? Welches Verlangen in uns zwingt uns in die Knie? Die Frage bei Mars ist wirklich, wie nutzt du diese Energie? Bist du bewusst über diesen Drive in dir? Ja, also wie gesagt, es ist keine positive Platzierung. Es ist etwas, das kontrolliert werden will, das erkannt werden will, gesehen werden will und dann konstruktiv und produktiv eingesetzt werden will, weil es kann extrem destruktiv werden, ja? Und wenn diese wallenden Energien in dir aufkommen, blockierst du dich oder nutzt du den Impuls, um dir zu holen, was du willst? Bevor es jetzt aber wirklich juicy wird und wir in die einzelnen Mars-Positionen einsteigen, hier nochmal kurz Werbung im eigenen Sinne. Ich würde mich total freuen, wenn du diesem Kanal ein Abo hinterlassen würdest. Das bringt mich unglaublich weiter und hilft mir einfach, meine Message der Astrologie weiter mit euch zu teilen und einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Hinterlass dem Video gerne ein Like und einen Kommentar, das hilft dem Algorithmus. Und ansonsten hinterlasse ich dir auch noch einen Link unten in der Beschreibung zu meiner Website. Da kannst du dich für meinen Newsletter anmelden und dir auch noch ein gratis Astro-Cheat-Sheet sichern. Und ich arbeite nämlich gerade auch an meinem ersten Online-Kurs und Leute, der wird der Wahnsinn. Also falls du da auf dem Laufenden gehalten werden willst, Early-Bird-Preise, Discounts und so weiter, andere Astro-Infos, trag dich ein in den Newsletter. Und ohne weiteres Blabla, lass uns jetzt einsteigen in deine Mars-Position. Mars in einem Luftzeichen, das an sich kann schon relativ explosiv sein, aber dann in Zwilling mit den zwei Seiten, ulala, da weiß man wirklich überhaupt gar nicht, was man erwarten soll. Fangen wir eher so ein bisschen mit den Schattenseiten an. Egal welcher Planet in deinem Chart in Zwilling steht, der wird erstmal so in ganz viele kleine Teile gestückelt und die sind alle noch Mars und die sind auch alle in Zwilling, aber die wollen alle etwas anderes. Die agieren alle anders. Was du sagst und wie du handelst, das stimmt oftmals nicht überein, ja. Also mit so vielen verschiedenen Energien kann es dich auch unruhig und nervös und hibbelig machen. Also diese Energie, die ja extrem viel ist, die muss in irgendwas reingesteckt werden. Weil egal, wo Zwilling in deinem Horoskop steht, du willst immer vermeiden, dass dieser Bereich für dich langweilig ist. Langeweile ist der absolute Tod für dich. Ja, da muss ständig was passieren. Da musst du diese Energie in irgendwas reinpacken. Veränderung. Du willst Neues erleben. Und vor allem spüren, dass du auf irgendeine Art und Weise einen Einfluss dort hast. Zwilling wird ja von dem Element Luft beherrscht und dann von dem Planeten Merkur. Also es ist sehr intellektuell und es geht um die Kommunikation. Du hast unglaublich viel zu erzählen und manchmal verwandelt sich das aber in so ein Word-Vomiting. Alles, was du zu sagen hast, muss gesagt werden und zwar sofort. Also es ist all over the socials. Du rufst deine Freunde an, den Nachbar, deine Stiefmutter, die Arbeitskollegen, die Kassiererin. Jeder muss es wissen. Es ist in deinem WhatsApp-Status und natürlich auch in deinem Gesicht, in deinem ganzen Auftreten, in deinem ganzen Sein und Agieren. Also dieser direkte Ausdruck von allem, was dir passiert, geht es dir gut oder geht es dir schlecht,
alles ist immer direkt da, muss nach außen getragen werden und auch da dieses Verlangen, eben irgendeine Instant Reaction von den Leuten zu bekommen. Merkur, Luft und Mars ist natürlich aber auch super gut, ja. Es ist eine unglaubliche mentale Fähigkeit, die du hast. Also du hast ständig neue Ideen und Gedanken und Visionen. Also es ist ein Durchlauf von Informationen, der niemals verebbt. Und es ist ja auch flexible Luft. Also das heißt, es ist niemals im Stillstand. Es sind immer neue Sachen, immer neue Ideen, immer neue Perspektiven. Es ist eine ständige Veränderung. Es kommt und geht und verwandelt sich und du brauchst keinen Plan. Alles entsteht und du bist auch krass aufnahmefähig, ja? Also sehr gut im Lösen von Rätseln und Erkennen der Gesamtsituation, was da eigentlich abgeht. Das ist so ein kristallklarer Verstand. Also sehr, sehr schlau und intelligent und es ist schon fast wie so eine Superpower. Aber auch jede Superpower hat natürlich auch eine Schattenseite, weil du hast unglaublich viele Ideen und die ganze Zeit kommt was Neues auf, aber du bist oftmals eben nicht all in und ziehst dann Dinge auch wirklich bis zum Ende durch, weil es kommt ja schon wieder eine neue Idee, ja? Und vielleicht wäre das ja besser. Oder was würde passieren, wenn ich dann irgendwie das und das mache? Oder könnte ich nicht vielleicht auch das kombinieren? Also es ist so, das Festlegen auf etwas ist super schwierig für dich. Also jede Zwillingsposition bringt sowas hin- und hergerissenes und sowas Wankelmütiges auch mit sich. Wenn es um Liebesbeziehung und Intimität geht, dann brauchst du auf jeden Fall mentale Stimulation. Also reiner Sex, ja, schön und gut, aber du willst schon auch inspiriert werden. Du willst einen Austausch haben. Du möchtest Neues lernen, ja, neugierig gehalten werden. Jemand, der gleiche Ansichten und Visionen hat. Also diese mentale Stimulation steht bei dir auf jeden Fall an erster Stelle. Also jemanden Langweiligen brauchst du gar nicht. Und wenn deine Venus jetzt nicht irgendwie in einem Wasserzeichen positioniert ist, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass du gefühlt ungefähr mit jedem intim werden kannst, wenn er einfach nur wirklich interessant ist. Ja? Also es ist eher so dieses Sapiosexuelle, dass du wirklich von einem Mensch angezogen bist und nicht jetzt vom Aussehen und oberflächlichen Dingen. Vor allem die erste Phase, wo man sich noch so kennenlernt und wo alles so neu ist und aufregend und so, das ist wirklich spannend für dich. Weil da kannst du einfach so diesen Durst nach Informationen und Neuem die ganze Zeit stillen. Für dich ist es auf jeden Fall auch so, dass du Emotionen und Sex extrem gut trennen kannst. Also das ist nicht eins. Es kann sein, dass du gerne mit vielen verschiedenen Menschen einfach schläfst, einfach um dieses körperliche Verlangen zu stillen. Aber es kann auch sein, dass du in einer unglaublichen Beziehung mit jemandem bist, der oder die dich intellektuell so unglaublich stimuliert, dass du diese körperliche Befriedigung gar nicht brauchst, ne? Also das ist für dich ganz klar auch getrennt. Das Element Luft bringt einfach immer den Fokus auf den Intellekt. Merkur als herrschender Planet von Zwilling ist ja derjenige, der die Informationen hin und her bringt. Ja, es ist das nach außen tragen der Informationen. Und Mars hier, das macht dich einfach zu einem mega guten Poeten oder Journalisten. Ja. Worte, das ist, wo du mächtig bist. Du kannst Menschen mit deinen Worten unglaublich fesseln und mitreißen. Wahrscheinlich hast du auch eine sehr angenehme Stimme, dass man dir einfach sehr, sehr gerne zuhört. Und wenn man dir gerne zuhört, dann kannst du natürlich die Menschen auch gut von deinen Ansichten und Ideen überzeugen. Wenn du eher introvertierter bist, also dein Horoskop zum Beispiel mehr vom Element Wasser hat, dann bist du wahrscheinlich eher jemand, der schreibt, also nicht wirklich so nach außen tritt. Wenn dein Horoskop jetzt mehr mit Feuer zu tun hat, dann bist du vielleicht jemand eher, der irgendwie auch einen YouTube-Kanal hat oder irgendwie nach außen auch sichtbar ist, ein Sprecher oder sonst irgendwas. Jemand, der eher aktiv mit den Leuten spricht als passiv. Also deine Waffe ist kein Schwert, es ist auch keine Strategie oder so. Es ist wirklich das reine Wort, sei es geschrieben oder gesprochen. Es geht nicht um den körperlichen Kampf bei dir. Du bist verbal unterwegs. Du kannst richtig krass mit deinen Worten umgehen und auch krass verletzend sein, weil durch diesen kristallklaren Verstand schaust du jemanden an, du scannst alles, du weißt genau, was abgeht und dann weißt du, wo du reinstechen musst mit deinen Worten. Und ja, kannst wirklich extrem verletzend sein. Zwilling hat auch manchmal sowas Manipulatives. Du bist extrem gut im Lügen. Also dir ist sehr, sehr bewusst, dass wenn du mit deinen Worten die Gedanken der anderen kontrollierst, dann kontrollierst du auch ihre Handlung. Und dieses Talent, Menschen einfach irgendwas weiß zu machen, selbst wenn die Story vielleicht nicht wirklich übereinander stimmt, im Moment kannst du die Person mitreißen durch deine Emotionen, durch deinen Charme, durch deine Worte und sie dann von dem überzeugen. Was danach kommt, ja, nach dir die Sintflut, ne? Für dich ist es wirklich extrem wichtig, dass
du diese zerteilte Qualität von Mars verstehst, siehst in dir, erkennst, oh krass, wo habe ich diese Seite, wo habe ich diese Seite, wo habe ich diese Seite, all diese Parts akzeptierst und integrierst, um dann eben diese Energie, die da ist, auch konstruktiv zu nutzen. Weil Zwilling, du bist nicht mal nur eins, nein, es sind zwei, es ist extra viel Energie, die da ist, ja, die du nutzen kannst, mit der du was kreieren kannst. Mars will, wie gesagt, der Sonne dienen, ja, will den Prozess beschützen. Du bist so neugierig, so kreativ, ja, und so aktiv. Such dir was aus, versuch den Fokus zu halten und es wirklich umzusetzen auch. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du stagnierst, dass du planlos bist. Dann bist du lethargisch und dann bist du wie gelähmt. Also Langeweile schlägt sich total auf deinen Körper. Mit Müdigkeit, mit Motivationslosigkeit. Also such dir ein Projekt und versuch wirklich diese Mars-Energie für dich zu nutzen. Und ja, manchmal ist es schwierig zu akzeptieren, dass Eintönigkeit nichts für dich ist. Zwillingspositionen, die wollen nicht immer das Gleiche, die wollen nicht jeden Tag die gleichen Abläufe haben, immer die gleichen Projekte, bla bla bla. Du brauchst Veränderung, du bist neugierig, du willst alles ausprobieren. So akzeptier das und integrier das. Und dann kannst du wirklich viel mit dieser Mars-Energie bewegen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, deine Mars-Position so ein bisschen mehr zu reflektieren und mehr zu verstehen. Und vielleicht kannst du ja so ein paar Dinge mit in deinen Alltag nehmen. Mars ist so eine vitale, kraftvolle Energie, die wir in unserem Leben zur Verfügung haben. Und wenn wir die bewusst einsetzen können, ich meine, wie geil ist das bitte? Und deswegen liebe ich auch die Astrologie so sehr, weil es einfach so ein wertvolles Geschenk ist, wenn wir eben bewusst in unserem Leben mit diesen Einflüssen umgehen. Ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn du deine Mars-Energie jetzt dafür nutzt, mir vielleicht noch ein Abo für den Kanal zu geben, dieses Video zu liken und vielleicht sogar deine eigene Erfahrung mit mir in den Kommentaren zu teilen. Das ist mega schön und es hilft mir einfach unglaublich, die Astrologie weiter in die Welt hinauszutragen und noch mehr Menschen damit zu erreichen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, bleibe frei, lebe wild, folge deinen Träumen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Namaste.